Alpha 3.10.1 ist auf den Live-Servern. Es gibt viele Fehler, viel Unmut, 30k Disconnect-Fehler, wo man hinsieht, Probleme, Beschwerden über die Desync-Probleme, aber keine Aufklärung durch CIG mittels Video, Star Citizen Live oder irgendeiner gearteten offiziellen Nachricht. Höchste Zeit also, sich das Thema einmal anzuschauen und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und Hilfe erhalten wir hier durch Spektrum-Einträge. Und diese Einträge, die übersetze ich euch in diesem Video. Das wird ein sehr langes, sehr technisches Video. Nehmt euch also ein Kaltgetränk oder Heißgetränk eurer Wahl. Setzt euch hin, nicht hinlegen. Und wenn euch die Aufmerksamkeit abschweift, dann pausiert am besten und kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Das hier ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Fangen wir an mit der ersten Frage eines Users, der diese Frage gestellt hat am 1. August 2020 und die Antwort dazu erhalten hat am 5. August. Er fragt: Ich denke, wir alle wissen ziemlich gut, wie schlecht der Servercode derzeit ist. Nur zwei Schlüsselwörter sind nötig, um die Situation zusammenzufassen. Desync und 30k, 30.000er Fehler. Servermeshing und Item Cache, was für die volle Persistenz erforderlich ist, wurden von Chris Roberts während der CitizenCon Keynote 2018 als die wichtigsten Meilensteine auf dem Road to Release angekündigt. Aber wie könnt ihr diese Technologien auf solch schlechtem Servercode technisch umsetzen? Ist das der Grund, warum wir keine Nachrichten über den Fortschritt dieser Meilensteintechnologien erhalten haben? Oder wird das Servermeshing die Situation tatsächlich verbessern, indem es die Last auf den einzelnen überlasteten Servern verringert? Was kann getan werden und was wird derzeit getan oder geplant, um die Probleme mit dem Servercode zu verbessern? Die Antwort ist, dass der Servercode eigentlich nicht schlecht ist. Vielmehr ist es grundsätzlich herausfordernd, eine Simulation so detailliert und abwechslungsreich auszuführen, wie es Star Citizen sein soll, sodass einige der angesprochenen Symptome, Desyncs und 30Ks, darauf zurückzuführen sind, dass ein einzelner Server ein ganzes Sonnensystem berechnen muss. Anstatt also Servermeshing auf schlechtem Code aufzubauen, ist die wichtigste Leistungsverbesserung darin zu finden, zu analysieren, was die Server überhaupt erst schlecht erscheinen lässt. Es ist zufällig auch eine unglaublich komplexe technische Aufgabe, sodass es eine Weile dauern wird. Wir könnten die Zeit damit verbringen, schnelle Korrekturen vorzunehmen, um die Leistung kurzfristig zu verbessern. Aber dieses konstruierte Ergebnis würde zerbröseln, sobald wir mehr Komplexität hinzufügen, wie zum Beispiel mehr Elemente mit individueller Physik oder eine intelligentere KI für NPCs. Diese Entscheidung bereitet den Spielern zurzeit mehr und mehr Schmerzen, aber es ist der einzige Weg, um die Vision, der wir uns alle verbunden fühlen, auf lange Sicht zu erreichen. Nehmen wir zum Beispiel die Desyncs. Das passiert, wenn der Server mit dem, was er verarbeiten muss, in zeitlichen Verzug gerät. In einem Moment, während eines Dogfights, läuft vielleicht ein einzelner anderer Spieler mit voller Geschwindigkeit durch den Teaser Spaceport, was bedeutet, dass derselbe Server alle Daten für Lorville streamen und Simulationen berechnen muss, die NPCs, die Geometrie, KI-Verhalten, Kollisionen, die Physik und so weiter. Nur für diesen einen Spieler. Oh, und natürlich muss der Server auch verarbeiten, was die anderen 50 Spieler ebenfalls tun. Je mehr Spieler auf einem Server erscheinen, desto mehr Arbeit muss dieser Server erledigen und er hat keine Möglichkeit, diese Arbeit zu reduzieren. Dann kommt es vor, dass sich die Berechnung der Schiffs-KI während des einen Spielers, der sich im Dogfight befindet, um den Bruchteil einer Sekunde verzögert. Und das ist alles, was es braucht, damit dieser Spieler das Spielerlebnis, sein Spielerlebnis, als schrecklich empfindet. Das Servermeshing ist dazu gedacht, diesen Berechnungsengpass zu beheben. Da dann ein Server nur noch die Berechnungen für Spieler in einem dedizierten Gebiet durchführen muss, ist es unwahrscheinlich, dass er mehrere Landezonen, Planeten und so weiter verarbeiten muss. Er wird nur die Arbeit für den Raum um euch als Spieler herum erledigen und die Informationen an alle Spieler verteilen. Was bedeutet, dass alles in diesem Gebiet sowohl besser als auch schneller verarbeitet werden kann. 30Ks sind eine etwas andere Geschichte. Ein Entwickler sagte kürzlich, dass 30Ks ein allgemeiner Fehler für den Fall sind, dass der Server abstürzt. Das scheint zwar häufig vorzukommen,
Aber Tatsache ist, dass wenn ein Server stundenlang läuft, bevor er abstürzt, dies bedeutet, dass 1 Million Dinge zuvor reibungslos funktionierten und dann eine Sache schief geht. Diese Abstürze werden auch regelmäßig behoben, sodass es sich vermutlich um eine Ansammlung kleiner Fehler handelt, die selten auftreten, aber insgesamt bedeuten, dass Server nicht länger als ein paar Stunden laufen können. Genügend dieser Fehler zu beheben, um die Anzahl der 30Ks sinnvoll zu reduzieren, würde einen beträchtlichen Teil der Zeit der Entwickler in Anspruch nehmen, zumal der überwiegende Teil davon verschwendete Mühe wäre, da so viele der aktuellen Systeme derzeit Platzhalter sind, zum Beispiel Gegenstände, Inventar, Missionserzeugung, Persistenz, Schiffsschäden, Geschosse und so weiter. Würdet ihr es angesichts der Zeit eines einzelnen Entwicklers vorziehen, wenn der die Zeit damit verbringen würde, diese Fehler zu suchen? Oder sollte er an den echten Versionen dieser Systeme arbeiten und sie dann debuggen, wenn sie sich dem finalen Zustand nähern? Der Aufbau von Server-Meshing auf instabilen Servern oder dort, wo Spieler mit Desyncs konfrontiert werden, ist nicht ideal. Aber die einzige realistische Möglichkeit, dies zu erreichen. Eine schwerwiegende Instabilität könnte für das Server-Meshing sogar noch nachteiliger sein als derzeit für separate Instanzen, weil ein Serverabsturz mehr Clients betreffen könnte. Wir planen, dieses Problem auf verschiedene Weise anzugehen. Erstens wird Server-Meshing versuchen, die Verbindungen zwischen Servern zu minimieren, indem es das Universum in isolierte Simulationsinseln aufbricht, sodass ein Serverabsturz auf einer Insel sich nicht auf die Server und Clients auf anderen Inseln auswirken kann. Zweitens werden wir die Wiederherstellung nach einem Serverabsturz hinzufügen, sodass, wenn ein Server abstürzt, ein neuer Server hochfährt und den Zustand des abgestürzten Servers aus der Persistenz wiederherstellt. Die Clients des abgestürzten Servers werden wahrscheinlich immer noch mit 30K-Fehlern zurück im Hauptmenü sein, aber dann die Möglichkeit haben, dem neuen Server beizutreten. Beides sind wichtige Gründe, warum volle Persistenz und Server-Object-Container-Streaming erforderlich sind, bevor Server-Meshing funktionieren kann. Natürlich werden wir auch weiterhin Serverabstürze so schnell wie möglich beheben, sobald sie entdeckt worden sind. Desync wird oft verwendet, um eine breite Palette von Problemen zu beschreiben, darunter Stottern, Teleportieren, Rubberbanding, hohe Latenzzeiten, sowie echtes Desync, bei dem sich Objekte auf verschiedenen Clients in völlig unterschiedlichen Zuständen befinden und sich nicht wiederherstellen lassen. Verschiedene Symptome haben ihre eigenen Ursachen und ohne die richtigen Informationen ist es oft schwierig, diese Fehler intern zu reproduzieren. Wenn ihr dem Issue Council Desync-Probleme meldet, bitte gebt so genau wie möglich an, was ihr tatsächlich gesehen habt und stellt Videos zur Verfügung, wo man den Fehler visuell nachvollziehen kann, vorzugsweise mit aktiviertem QR-Code. Was wir jedoch kennen, sind die Hauptursachen für diese verschiedenen Arten der Entsynchronisierung. Echte Desynchronisationen werden in der Regel durch einen Logikfehler in einem Stück Programmcode verursacht. Und die einzige Möglichkeit, sie zu beheben, besteht darin, den Fehler zu reproduzieren und herauszufinden, wo der Logikfehler auftritt. Stottern, Teleportieren und Rubberbanding werden meistens durch eine niedrige Server-Framerate oder durch plötzliche Frame-Spitzen, ein Frame, dessen Verarbeitung sehr viel länger dauert als die Frames unmittelbar davor oder danach, auf einem Client oder Server verursacht. Der beste Weg, diese zu beheben, ist die Optimierung des Codes, um die durchschnittliche Framerate zu verbessern oder die Spikes zu eliminieren. Aber als Teil unserer Arbeit am Server-Meshing haben wir an Möglichkeiten gearbeitet, den Netzwerkcode gegenüber niedrigen Frameraten und Framespitzen widerstandsfähiger zu machen. Hohe Latenzzeiten können durch niedrige Server-Frame-Rates und hohe Bandbreiten zwischen Clients und Server verursacht werden. Zusätzlich können einige Frame-Spikes eine hohe Bandbreite und damit Latenz verursachen und durch sie verursacht werden. Wir haben die Aufgabe, die Bandbreite zu optimieren und andere Techniken zur Reduzierung oder Ausblendung der Latenz zu untersuchen. Aber wie bei allem in der Spielentwicklung können sich die Pläne ändern, wir werden aber die Situation weiter beobachten. Wann werden die Server stabil sein? Am Ende der Beta-Phase. Warum nicht schon vorher? Weil wir zuerst den Rest des Spiels fertigstellen müssen. Wenn an einem Spiel als geschlossene Alpha gearbeitet wird, liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Features und Inhalten. Stabilität und Fehlerbehebung treten in den Hintergrund und es werden nur Fragen behandelt, die die weitere Entwicklung behindern würden. Das mag unprofessionell klingen.
Aber der Sinn dahinter ist, Ideen so schnell und kostengünstig wie möglich auszuprobieren. So können die Entwickler herausfinden, welche Teile des Spieldesigns funktionieren und welche überarbeitet werden müssen. Es hat keinen Sinn, Zeit mit der Fehlerbehebung für eine Funktion zu verbringen, die sich jederzeit ändern oder sogar ganz aus dem Spiel entfernt werden kann. Die Entwicklung des Spiels in diesem semi-kaputten Zustand wird zumindest so lange fortgesetzt, bis alle Funktionen und Inhalte fertiggestellt sind. Das Spiel geht dann in die Beta-Phase der Entwicklung, in der Fehlerbehebung, Optimierung, Balance und Feinschliff im Vordergrund stehen. Im Idealfall wird während der Beta-Phase nicht mehr an Features gearbeitet, aber es werden fast immer in letzter Minute noch einige Änderungen eingefügt. Bei Star Citizen handelt es sich natürlich um eine offene Entwicklung, das heißt, während der Schwerpunkt in der Alpha-Phase noch darauf liegt, verschiedene Ideen auszuprobieren, muss das Spiel stabil und funktionsfähig genug sein, damit die Backer es testen und ihr Feedback geben können. Das Schlüsselwort hier ist genug, was natürlich nicht perfekt bedeutet. Es ist wichtig, dass wir die richtige Balance zwischen Fehlerbehebung und Weiterentwicklung finden. Zu viel Fehlerbehebung und die Entwicklung verlangsamt sich. Zu wenig und wir bekommen nicht genug Feedback oder die Fehler behindern die Weiterentwicklung. Hat CIG die richtige Balance zwischen Fehlerbehebung und Entwicklung? Das Problem bei der Feststellung, ob ein Bild stabil genug ist, besteht darin, dass wir nur betrachten können, wie sich die Stabilität auf die Spielerbasis als Ganzes, das heißt den Durchschnitt, auswirkt. Es wird daher einige glückliche Backer geben, die weit weniger Abstürze oder andere Probleme als der Durchschnitt erleben, während es einige arme Seelen geben wird, für die der Bild ein fehlerbehaftetes Crashfest zu sein scheint. Fragt man die glücklichen Spieler, ob wir die richtige Balance haben, dann werden sie sagen, oder können sie sagen, nein, das Spiel ist stabil genug und CRG sollte sich mehr auf die Erweiterung des Spiels konzentrieren. Fragt man die unzufriedenen Backer, sagen die immer noch nein. Aber sie wollen, dass CRG die Arbeit an neuen Funktionen einstellt, bis alle aktuellen Fehler behoben sind. Nur sehr wenige Leute werden auf die Frage, ob CRG die richtige Balance hat, mit Ja antworten. Als Faustregel gilt, bevor CRG einen Patch live veröffentlicht, versuchen sie sicherzustellen, dass dieser Build mindestens so stabil ist wie die vorherige Live-Version. Einige Patches können für bestimmte Spielweisen mehr oder weniger stabil sein als frühere, aber insgesamt sollte die Stabilität von Patch zu Patch besser werden. Das klappt natürlich manchmal nicht so, wie sie sich das wünschen, und die durchschnittliche Stabilität wird am Ende nicht so gut sein wie bei der vorherigen Version. Warum behebt CRG denn dann nicht die Serverabstürze, die die 30K Disconnect-Unterbrechungsfehler verursacht haben? Das tun sie. Es sieht nur so aus, als täten sie es nicht. Denn unabhängig von der Ursache führen alle Serverabstürze dazu, dass Clients dieselben 30K Disconnect-Fehlermeldungen erhalten. Diese Verbindungsunterbrechung geschieht, weil die Clients nach dem Absturz des Servers plötzlich keine Netzwerkinformationen mehr empfangen. Sie warten dann 30 Sekunden lang, um zu sehen, ob der Datenverkehr wieder aufgenommen wird, falls der Server vorübergehend blockiert war oder es einen kurzen Netzwerkausfall gab. Bevor sie dann schlussendlich aufgeben, zu den Frontend-Menüs zurückkehren und die besagte 30K Disconnect-Meldung anzeigen. Während dieser 30 Sekunden Wartezeit sehen die Clients, ergo die Spieler, dass sich die Türen nicht öffnen und dass die KI, die Terminals und andere Einheiten nicht mehr reagieren. Backer verwechseln diese Symptome manchmal mit einem Anzeichen dafür, dass der Server kurz vor dem Absturz steht und man sieht im Spielchat vielleicht, dass ein Serverabsturz bevorsteht, aber in Wahrheit ist der Server bereits tot. Es handelt sich um einen Ex-Server. Er existiert nicht mehr. Der Chat im Spiel funktioniert nur noch deshalb weiter, weil der von einem anderen Server verwaltet wird. Wenn CRG die Abstürze behebt, warum kommt es dann immer wieder zu diesen 30K-Verbindungsabbrüchen? Zwischen jedem vierteljährlichen Patch ändert CRG jede Menge Code. Einiges davon ist komplett neu und einiges davon sind lediglich Änderungen an bestehendem Code. Jede Änderung, die CRG vornimmt, birgt die Chance, dass sie Fehler enthalten könnte. Clive Johnson schreibt hierzu: Wir sind auch nur Menschen. Und wir machen alle von Zeit zu Zeit Fehler, sodass jedes Quartal das Potenzial hat, eine Menge neuer Fehler hinzuzufügen.
Es gibt Prozesse, die die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, verringern, aber einige schlüpfen uns immer wieder durch die Finger. Sobald ein Fehler entdeckt wird, muss er behoben werden. Manchmal funktioniert eine Korrektur nicht. Manchmal wird der Absturz nur in einigen Fällen behoben, aber nicht in allen. Manchmal ist in der Korrektur selbst ein Fehler enthalten, der andere Probleme verursachen kann. Eines der Dinge, die wir recht häufig sehen, ist, dass, sobald ein häufiger Absturz behoben ist, ein oder mehrere Abstürze häufiger auftreten. Das passiert, weil der Absturz, der gerade behoben wurde, die anderen Abstürze nachhaltig blockiert hatte. Wie zuvor erwähnt, gibt es auch Abstürze, die nicht sofort behoben werden können und warten müssen, bis mehr Zeit zur Verfügung steht, um sie richtig zu beheben oder bis andere geplante Arbeiten abgeschlossen sind. Letztendlich werden jedoch die meisten der häufigsten Abstürze behoben. Was dann übrig bleibt, sind die wirklich seltenen Abstürze. Die Abstürze, die nur einmal im Monat auftreten und über die wir noch nicht genügend Informationen haben, um sie zu beheben oder zu reproduzieren. Einer dieser seltenen Fehler allein wird keinen großen Unterschied machen, aber 100 solcher Fehler für mindestens 3 Serverabstürze pro Tag ausreichen. Wenn CIG die Server nicht stabil machen kann, warum bieten Sie dann nicht irgendeine Art von Wiederherstellung von Session Recovery an? Es wurde vorgeschlagen, dass die Bereitstellung einer Art Frachtversicherung verhindern könnte, dass Spieler große Summen an Alpha UEC verlieren, wenn ihr Server mitten im Trading Run abstürzt. Das wurde in Erwägung gezogen, aber es ist klar, dass dies als Exploit missbraucht werden könnte. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, ist es unwahrscheinlich, dass eine Frachtversicherung im Spiel auftaucht. Ein weiterer Vorschlag ist, eine Art Wiederherstellung nach einem Serverabsturz hinzuzufügen. Die Idee dabei ist, dass bei einem Serverabsturz alle Clients mit einem 30K, wie es aktuell der Fall ist, in die Menüs zurückgeworfen werden, dann aber die Möglichkeit hätten, einem neu aufgebauten Server zu joinen, der den Zustand des Originals aus der Persistenz wiederhergestellt hat. Das ist eigentlich etwas, was CRG sich erhofft, aber es erfordert mehr Arbeit am Server Object Container Streaming und der vollen Persistenz, bevor es umgesetzt werden kann. Und davon, schreibt Clive Johnson, sind sie noch weit entfernt. Es gab auch andere Vorschläge, zum Beispiel Clients oder Server, die den Zustand des Spiels in lokalen Dateien speichern, aber diese sind unsicher und es wäre auch nur eine vorübergehende Lösung. Und damit, wie zuvor erklärt, eine Verschwendung von Ressourcen für die Implementierung und Wartung einer Mechanik, die später ja wieder rausgenommen werden könnte. Würde. Im Moment, schreibt Clive Johnson abschließend, ist es am besten, wenn wir weiterhin Abstürze beheben, sobald wir sie finden und hoffen, dass die Server stabil genug sind, dass die meisten Spieler das Spiel testen können. Wie Jared Huckabee immer so schön am Ende jedes Inside Star Citizen fragt, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass 30K Disconnect-Fehler nur ein Oberbegriff für eine Vielzahl möglicher Fehler ist und dass das, was wir als Desync kennen, häufig eher mit Netcode zu tun hat, als dass eine echte Desynchronisation vorliegen würde. Die wichtigste Erkenntnis aber ist, dass CRG offenbar nicht zwischen Alpha als Feature Complete und Beta als Content Complete unterscheidet, wie ich das mal in einem vorhergehenden Video erzählt habe, sondern beides im Rahmen der Alpha fertigstellen möchte. Und dass wir im Rahmen der Alpha mit Fehlern leben müssen, weil die finale Fehlerbereinigung erst in der Beta-Phase erfolgen wird. Vor diesem Hintergrund geht es dementsprechend nicht darum, die Builds fehlerlos zu bekommen, sondern zu analysieren, was einen Build schlecht erscheinen lässt und nur diese offensichtlich störenden Fehler möglichst zu eliminieren. Und wir haben gelernt, dass Server-Meshing nicht das Allheilmittel aller Probleme sein wird. 30K Disconnect-Fehler wird es auch in Zukunft und auch mit Server-Meshing geben. Nur werden sie A, dann hoffentlich seltener auftreten aufgrund der dynamisch verteilten Serverauslastung und B, keinen Verlust zum Beispiel von Ladungen und oder UEC nach sich ziehen. Da diese Recovery-Mechaniken aber grundsätzlich auch als Exploit missbraucht werden können, wird es diese eher später als früher geben, weil man hier eine sichere Lösung bauen möchte und natürlich Server-Object-Container-Streaming und die volle Persistenz benötigt, was laut Clive Johnson erst in einer weiter entfernten Zukunft umgesetzt werden sein wird, formuliere ich es mal sehr vorsichtig.
Allem voran haben wir gelernt, dass kurzfristige Korrekturen keine Lösung sind, sondern dem langfristigen Ziel eher entgegenstehen und dass CRG sich dem Unmut über die Fehlerart und Menge bewusst ist, wir aber damit leben müssen. Denn unter dem Strich ist auch hier wieder zu sagen, die offene Alpha ist nicht hauptsächlich zum Spielen gedacht, sondern zum Testen. Wir testen. Wir müssen mit Fehlern leben, weil sie in der Natur der Spielentwicklung liegen und wir sollten sie im Issue Council melden. Denn nur dadurch bekommt CRG die Möglichkeit, die Fehler überhaupt zu analysieren und anschließend zu bereinigen. Sei es sofort oder eben später in einer irgendwann folgenden Beta.